Willkommen zum Frequent Traveler TV Meilen Highlight. Heute ist, welcher Tag ist denn heute eigentlich, Mario? 1. November, ne? Der 1. November, der 1. November. Ja, ist natürlich vor. Das Jahr schreitet voran. Ja, ist auch voraufgezeichnet, geben wir ja zu, aber damit ihr pünktlich um Mitternacht das sehen könnt, was es bei Lufthansa gibt. Und deshalb haben wir auch die ersten Themen für euch vorbereitet. Wollen wir einen Überblick geben, Mario? Magst du den Leuten erzählen, was auf sie zukommt? Tja, nicht viel, würde ich mal zusammenfassend sagen. Es ist, ein relativ bescheidenes Angebot, was die Meilen-Highlights angeht. Wir haben Gewinnspiele. Wir haben ein paar Ziele mit meinen Schnäppchen und etwas, wo man Meilen sparen, generieren kann beim Einkaufen. Aber alles in allem doch ein sehr übersichtliches Angebot. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Meilen Highlights, ich lasse mich überraschen. Ich habe sie schon vor 2 oder 3 Tagen gelesen. Ich habe sie wieder vergessen. Hab's nur überflogen. Lasst uns schauen und direkt starten. Das erste Thema, da gibt es natürlich auch wieder ein schönes Bild zu. 30 Jahre Miles & More und wir werden natürlich gefeiert als Teilnehmer und Teilnehmerinnen, denn die Kampagne ist natürlich noch voll im Gange. Gibt halt monatlich wechselnde Aktionen und besondere Überraschungen und deshalb lassen wir uns jetzt überraschen, Mario. Ja, wir lassen uns überraschen, aber es gilt natürlich nicht für Miles & More Teilnehmer, sondern für Teilnehmende, grammatikalisch wieder mehr als schwierig ist. Also, naja, lassen wir das. Gut, dann, dann fangen wir doch mit dem ersten an. Das ist ja ein Gewinnspiel. Mario ist ja so ein Gewinnspiel-Spezialist, genau. Um es mal so zu sagen. Du machst das so beruflich quasi, Glücksspiel. Ja, ja. Deswegen fahre ich hauptberuflich jetzt mit der Bahn. Das größte Glücksspiel in Deutschland, aber schau auch eines der teuersten. Nee, Spaß beiseite. London is calling in dem Falle. Und man kann zwei Tickets nach London gewinnen zum 30. Geburtstag von Miles & More. Und da geht es von Köln nach London Stansted. Und es gibt vorher wohl einen Snack und man kann dann zum Shopping nach London fliegen. Der Gewinnspielzeitraum beginnt sogar schon im Oktober. Witzig, dass die Highlights erst im November quasi rausgehen dürfen. Es geht nämlich schon am 30.10. los und geht auch nur bis zum 12.11., also noch nicht mal knapp die Hälfte des Novembers. Und die Gewinner, und ich weigere mich, Doppelpunkte innen zu sagen, die Gewinner werden dann nach London fliegen. Also eigentlich eine schöne Sache. Es geht mit Eurowings dahin. Ist ja nur ein kurzer Flug nach Stansted. Dann haben wir nämlich das nächste Gewinnspiel, was wir auch hier weitergeben können. Das ist Celebrating You am Frankfurter Flughafen. Und zwar kann man dort einkaufen und 30.000 Prämienmeilen gewinnen.
Und es wird eine musikalische Reise um die Welt, denn aus Frankfurt hat Miles & More jede Menge Soul- und Salsa-Rhythmen und coolen Hip-Hop-Beats möglich gemacht. Die einzigartige Performance der Weltklasse-Künstler findet man sogar in einem Video. Wichtig. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Verlosung. Der Partner Fraport verlost 30 mal 30.000 Prämienmeilen unter den Teilnehmern, die im Aktionszeitraum bei einem der über 60, nee, 80 sind es sogar, ne? 80 teilnehmenden 80 Shops in Shops, Frankfurt. ja. Und hier ist der Gewinnzeitraum auch wieder 30.10. bis 19.11. Ich weiß gar nicht, worum das da geht, aber da gibt es auch wieder ein Formular, mit dem man mitmachen kann. Also mitmachen, gewinnen, dabei sein. Und vor allem Spaß haben. Oder was sagst du dazu? Ja, solange ich nicht Salsa tanzen muss auf dem Flughafen, ist alles in Ordnung. Also. Dann haben wir das auch bespaßt. Und dann geht es weiter mit den Lufthansa Miles and More Kreditkartenpaketen. Da Ja. hatte Mario so ein bisschen. Ich will nicht sagen Beißhemmungen, aber ja, fandst du schwierig. Und zwar, du kannst ja zu deiner Miles & More Ja. Kreditkarte Pakete dazu buchen und diese Sie. Buchungen bringen dir Punkte. Und die Pakete, zum Beispiel das Paket Miles Plus, bringt dir bis zu 15.000 Prämienmeilen zur Begrüßung und damit kann man ganz einfach mehr Meilen bekommen und für jeden umgesetzten Euro eine zusätzliche Prämienmeile gutgeschrieben bekommen. Je nach gewählter Option sind so 60.000 Prämienmeilen möglich, bis zu. Dann gibt es noch ein Bis zu Paket, eben. genau, ganz wichtig. Ja, kommt ja darauf an, wie viel du umsetzt. Ne? Da können die ja nichts für, Eben. wenn du nichts auf der Naht hast, weil du den Status erflogen hast und all dein Geld bei Hansens gelassen hast. Tja. Dann gibt es das Paket Travel, 500 Prämienmeilen zur Begrüßung. Mit dem Travel Security Paket sind Teilnehmer mit Gepäckverlust und Beschädigungsversicherung, Reiseannehmlichkeitsversicherung sowie Reiseunfallversicherung abgesichert. Dann gibt es noch ein Paket Shopping. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für dich interessant ist. Nee. Nein. Mit dem Nein. Shopping-Garantie-Paket gibt es 500 Prämienmeilen zur Begrüßung und Teilnehmer erhalten eine Elektronikversicherung, eine Preisgarantie bei ihren Einkäufen. Auch hier der Aktionszeitraum 1.10. bis 31.11. heißt also, das ist fortgeführt vom letzten Monat. Ich habe es euch letzten Monat schon gesagt. Das nächste, das kann Mario wieder machen. Ah nee, das war's. Jetzt kriegt er das Bild von der Kreditkarte. Jetzt wisst ihr, wie es hätte aussehen sollen vor lauter Glück. Ich gebe euch jetzt das Bild, was die Freude ausstrahlt für Bundle and a Go. Und Mario, magst du dazu was sagen zu dem Bundle and a Ja, Go? Bundle and Go, das hört sich auch so ganz wunderbar an. Ich verstehe auch nicht so ganz den Zeitraum. Es gibt zwei verschiedene Zeiträume. Einmal vom 1.11. bis 7.11., ein sehr kurzer Zeitraum, und dann vom 8.11. bis 30.11., ein sehr langer Zeitraum. Und da gibt es bis zu 50% mehr Meilen beim Kauf eines sogenannten Bundles, und zwar vom 1.11. bis zum 7.11. und 40% mehr Meilen vom 8.11. bis zum 30.11. Also, da müsst ihr schnell sein und sozusagen euch die 50% Meilenbonus holen, aber geht halt nur bis zum 11. Und die Sonderbundles gibt es auch noch. Das sind Boni bei Hotels und Cars bei Points. Und ja, einen Amis-Vorteil kann man auf die nächsten 5 Mietwagenanmietungen bekommen mit einem einmaligen Nachlass. Oder so wie einen einmaligen Nachlass bei Priority Pass profitieren. Ich weiß nicht, also wer Miles & More Statuskunde ist, was, ja, weiß ich nicht, was der jetzt auch noch mit Priority Pass möchte oder will, außer er hat zufällig eine Platinkarte bei American Express, da ist das ja included.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal wahrgenommen, so ein Bundle and Go. Der kann das ja vielleicht mal schreiben. Also ich persönlich noch nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein super Angebot ist. Was nicht, Lars, hast du schon mal so ein Bundle angenommen oder gemacht? Also wir haben Kunden, die haben es gemacht und im Prinzip ist das ja nichts anderes, als dass man Meilen kauft und Lufthansa möchte halt verheimlichen, dass man Meilen dazu kauft oder dass man Meilen verkauft, um herauszufinden, was der Preis einer Meile ist. Das ist halt der ganze Trick an der Geschichte. Für den einen oder anderen mag es sich durchaus rechnen, der Ehrlichkeit halber. Man kann es nicht verteufeln für jeden. Ich persönlich halte da andere Wege, Meilen zu sammeln, für wesentlich cleverer und ich möchte die Leute nicht langweilen mit meinen amerikanischen Kreditkarten. Ja, dann geht es doch direkt weiter. Haben wir eigentlich rausgefunden, ob die Bude Bista oder wie die Bude heißt? Ich gebe das Bild auch direkt. Ist das, ja, wie nennt man Das die ist eine gute Bude? Frage. Ja. Müsste eigentlich Bister heißen. Bister Collection. The Bister Collection. Aber Ja, die Biester, die ich bei lieb. Sesta wohl kaum, ne? Ja, keine Ahnung. Bei Chester. Bei Chester. In the Bicester Trail. Ja, Bicester ist so, dass es dort 4 Prämienmeilen pro Euro gibt auf den Pfund bei den europäischen Standorten. Und da gibt es ja auch einen in Deutschland. Ne? Das ist ja dieses, wie heißt die Bude nochmal da? Wie heißt denn das Outlet, was es noch gibt? Village, Village Village Wonderland Wunderland. oder? Ja, genau. Und im November und Dezember kann man die dort sammeln mit den vierfachen Meilen und Teilnehmer können ihre Prämienmeilen gegen Einkaufsgutscheine oder Geschenkgutscheine einlösen. Aktionszeitraum ist hier auf der 1.11. bis zum 31.12., also das heißt November und Dezember. Wir werden das im Dezember wahrscheinlich dann nochmal vortragen. Und Sie. man muss der Ehrlichkeit halber sagen, schlechter Wert, die Meilen einzutauschen. Das ist so wie World Shop, würde ich sagen. Wenn man nichts anderes weiß, dann sollte man das tun. Ansonsten wichtig, wichtig lassen. Nicht Ja, machen. sollte man nur machen, wenn man, weiß ich nicht, keinen Status hat, keine Kreditkarte und die Meilen würden dann verfallen, dann natürlich im Notfall irgendwas aus dem Workshop nehmen, wenn man damit nicht reisen kann. Aber wenn die Meilen nicht verfallen, meine Statuskunde oder hat eine Kreditkarte, dann müssen schon sehr, sehr gute Schnäppchen, Meilenschnäppchen kommen, damit sich das von der Ratio her lohnt, ne? Ja, und dann kommt direkt das nächste Thema, was für Mario ist. Das ist Shopping, da kriegt er auch das Bild dafür. Und zwar, Jawohl. ja, geht Attacke. Bringe doch die Leute auf den neuesten Stand. Ja, bis zu 50-fache Meilen, wenn man etwas kauft, oder einen 30-prozentigen Meilennachlass. Aktionszeitraum finde ich auch wieder etwas merkwürdig. Geht erst Mitte November los, 16.11. bis 30.11. Und ja, da warten. Hat man sich wahrscheinlich von Amazon abgeguckt, der Black Shopping Days. Und da gibt es im Workshop bis zu 30% Meilennachlass. Und ja, bei Miles & More Online-Shopping erwarten dann den Teilnehmer bis zu 50% oder 50-fache an Prämienmeilen. Und dann gibt es, was immer das ist, kennst du das? Cadeaus, dann gibt es auch noch einen 30-prozentigen Meilennachlass. Aber wie gesagt, geht erst Mitte November los und geht dann auch nur bis zum 30.11. Richtig, also im Moment gibt es die Angebote ja auch. Da muss man halt gucken. Cadeaus selber, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, ich lese es immer wieder vor. Habe auch nie geschafft, das mal anzugucken. Ich kann das ja mal machen, weil wir sind ja hier jetzt unter uns Hausfrauen. Cadeaus ist ein Giftcard oder ein Gutscheinkartenbude. Also da kann man schon ein Verstehe. paar Meilen mitmachen. Ist auf jeden Fall mehr Meilen, als man bekommen würde, wenn man direkt irgendwo einkauft. Deshalb immer schön auf die World Shop-Seite gehen oder beziehungsweise Miles & More-Seite gehen und dann rüber zu dem Shop transferieren lassen. Ich hatte das hier irgendwann mal gezeigt. Wir haben als nächstes Thema etwas, was auch Mario doch mit Freude sieht.
Das sind die Koffer und zwar jetzt auch in Plaste und Elaste. Und Die. Live Collection nennt sich das. Ja, Live Collections. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen in Natura in der Hand hatte, weil er am Flughafen mal in den Workshop gegangen ist. Man erweitert das Angebot so ein bisschen ja, auf die früheren Rimowa-Angebote. Da gab es ja nur auch Metall bzw. Aluminium und Polycarbonat. Und ja, diesen Weg geht jetzt der Lufthansa auch. Und hier wiederum gibt es bis zu 10.000 Meilen zusätzlich zu sammeln, wenn man vom 1.11. bis zum 30.11. ein solches Gepäckstück dann im Workshop kauft. Wir müssen natürlich der Weiß Ehrlichkeit nicht. halber sagen, wenn Sie den Rimowa-Weg gehen, dann wäre die nächste Variante der lederbezogene. Ne? Da hatten wir uns ja im Ja. Vorher ja drüber gesprochen. Rimowa macht jetzt auch lederbezogene Koffer. Weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, aber jeder so wie er mag. Da finde ich schon die lustigen Koffer von Lufthansa vom Preis her doch nicht nur preiswert, sondern fast schon billig. Wenn man sich das Yep. anguckt und qualitativ sind die auch gar nicht mal so schlecht, das muss man der Ehrlichkeit sagen. Das ist Ja, so. ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das Bild überhaupt einblenden sollen. Das Prozentzeichen. ja, ich bin da auch mal gespannt, inwieweit wir das da machen sollen. Ja, dann haben wir noch eine Worldshop-Aktion. Und zwar die Worldshop-Aktion. Da gibt es natürlich auch wieder ein Prozentzeichen. Und man hat bis zu 42% Rabatt. Die Aktion gilt vom 15.09. schon bis zum 15.12. Die ist ja schon gestartet. Wir können ja mal kurz auf die Webseite schauen. Sollte es mir geben, auf dem Sale. Dann kann ich euch das auch hier auf die Augen geben. Ich habe das jetzt spontan natürlich gemacht. Warte, dann geben wir euch das hier. So, dann seht ihr das hier. 42% Nachlass auf ausgewählte Produkte. Da sind halt einige drin. Reisegepäck sind 38 Stück. Wenn man weiter guckt, sind das sogar in Deutschland 160 Teile, die man bestellen kann. Da gibt es also für jedes ja, Pläsierchen auch ein Produkt, gucken wir mal, was da so kommt. Also es sind hauptsächlich Taschen. Hast du es ja auch mal angeguckt? Ja, ist jetzt Aber nicht so meins, aber Uhren gibt es auch. Weinflaschen. Das ist Ein schon. Horizon Essential Trolley. Jo, jo, jo. Fahrradhelm. Kerzenhalter. Es ist was dabei. Also ich würde dann doch eher beim Alkohol hängen bleiben. Ups, da müssen wir doch direkt wieder zurück. Ich habe das Bild verschubbert, aber das ist der Charme, wenn wir live aufzeichnen, dass ihr auch seht, wenn ich was tue. Ja, das nächste Thema wollen wir dann auch euch nicht vorenthalten, damit wir uns langsam zu den Meilenschnäppchen vorarbeiten. Das ist sehr weihnachtlich. Das ist etwas, was für Mario immer wieder ist. Ja, Besinnlichkeit. Da kannst du dir ganz was zu wichtig. sagen. Ja, wie sozusagen Miles & More bzw. der Workshop so weise geschrieben hat, kaum ist der Oktober vorbei, steht Weihnachten schon vor der Tür. Also, wer hätte das gedacht? Und da gibt es halt im Workshop entsprechende Weihnachtsartikel für Deko, Reisegepäck, für Urlaube und natürlich auch entsprechende Spirituosen für festliche Abende. Ich meine, man weiß ja, im Dezember wird mehr getrunken, insbesondere zu Weihnachten. Und da gibt es ein extra Workshop-Weihnachtssortiment. Und ja, ich würde mal sagen, einfach mal reinschauen, ne? Ja, reinschauen und Spaß haben. Also interessant. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ihr alle heute schon sehen wolltet. Und ich gebe euch da natürlich auch noch das
Bildschirm, dann wisst ihr direkt, worum es geht, ums Terminal C1 natürlich. Und zwar ist das so, dass wir Maienschnäppchen haben. Gucken wir uns doch mal die Maienschnäppchen an. Maienschnäppchen, Mario, wollen wir mal mit Economy Class anfangen? Ganz zärtlich, ganz leicht, ganz einfach. Ja, nach Dresden. Wer wollte nicht schon immer mal nach Dresden? Bietet sich natürlich an, vielleicht mal zum Weihnachtsmarkt zu fliegen. Von Hannover aus gibt es leider keine Flüge nach Dresden. Ich weiß gar nicht, von wo man nach Dresden aus fliegen kann, von Frankfurt, München. Keine Ahnung. Aber zumindest könnt ihr in der Zeit vom 15.12., das ist der Reisezeitraum, bis zum 31.01., da ist dann der Weihnachtsmarkt eigentlich schon vorbei, für 15.000 Prämienmeilen einen Hin- und Rückflug nach Dresden buchen. Der Buchungszeitraum ist natürlich der 1.11. bis zum 30.11. Ab nach Dresden ist eine schöne Stadt. Am Wochenende würde ich nicht hinfliegen, da ist der Weihnachtsmarkt einfach zu voll. Ja, vor allem, wenn man sich das anguckt, ist es so, dass es auch noch ein paar internationale Ziele gibt. Wenn man von international reden kann, das wäre London, Madrid, Lissabon und Porto. Da ist es ja so, dass man für 15.000 Meilen fliegt, plus die Gebühren, die Kurtaxe müssen wir ja immer dazu zahlen. Buchungszeitraum ist für alle 1.11. bis zum 30.11., aber der Reisezeitraum bei Kurzstrecken ist 15.12. bis 31.01. und bei der Langstrecke ist es etwas anders. Da ist es nämlich der 15.02. bis zum 31.03.2024, heißt also, es liegt schon im nächsten Jahr. Und da gehen wir auch direkt weiter mit Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, was als Langstrecke gilt. Und da gibt es dann für 25.000 Prämienmeilen Economy Class. Wer sagt, das war ihm nicht weit genug, der kann dann Der nach kann dann Charlotte und runter, ja. Chicago fliegen mit 30.000. Und da finde ich halt wieder gerade spannend, wenn man überlegt, 25.000 bis nach Teneriffa, da ist USA nicht ganz so, aber der Flug ist ja auch über 4 Stunden, so 6 Stunden. Also das von der Flugzeit her, das nimmt sich dann nicht viel. Wobei Los Angeles wäre ja auch nur 30.000 Prämienmeilen, davon ganz abgesehen. Ne? Aber gut, nach Chicago ist natürlich schon, also Chicago fliegst du schon knapp 9 Stunden, ne, Ist wenn das es gut so? läuft. Ja, für Sieben, sieben Frankfurt bis. auf jeden Fall. Ich bin von Helsinki verwöhnt, wir sind ja ein bisschen näher dran. Ja, ihr seid ein bisschen näher dran. Aber nichtsdestotrotz, Gran Canaria ist natürlich schon relativ weit weg. Gilt das nächstes Jahr eigentlich als Europa Gran Canaria, obwohl es vor der afrikanischen Küste liegt? Ja, weil der Rest der afrikanischen Küste ist ja auch eingemeindet worden. Naja. Insofern sind wir dann in Europa. Premium Economy haben wir auch etwas auf der Langstrecke Chicago, New York Sie. und New Jersey. Buchungszeitraum ist bekannt. Reisezeitraum ist auch Februar bis Ende März, also 15. Februar bis 31. März. Und jetzt kommt das Ganze, was in der Business Class ist. Und das ist für Mario relativ interessant mit Berlin. Ne, Mario, 20.000 Premium nach Berlin. Ja, ich weiß zwar nicht, wo ich denn extra hin müsste, nach Frankfurt oder München. Weiß gar nicht, ob man, ich glaube, von Düsseldorf kann man auch nach Berlin fliegen, nicht mehr so oft, aber 20.000 Prämienmeilen, um mal wieder in die Hauptstadt zu kommen. Wer sich ein paar Auseinandersetzungen mit unseren palästinensischen Freunden angucken will, der ist aufgerufen, da mal hinzufliegen, aber es soll ja auch noch ein paar schöne Weihnachtsmärkte dort geben. Der Reisezeitraum auch. Erst ab dem 15.12. bis zum 31.01. und Buchungszeitraum wie immer der ganze November. Aber man kann auch ein bisschen weiter weg, Lars. Ja, Faro, Neapel, Malaga, Palma de Mallorca für 25.000 Meilen ist auch eine Kurzstrecke, deshalb 15.12. bis 31.01. Reisezeitraum. Vergesst aber nicht zu buchen, auch hier wie immer buchen am Anfang des Monats, je schneller, desto besser. Und glücklicherweise ist der erste ja auch ein Wochentag, ne? Ist Mittwoch, ne? Das ist Sie, Dienstag, aber der ist Mittwoch. in einigen Bundesländern ein Feiertag, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Aber in Hessen anscheinend nicht, weil da die Lufthansa Nein, da ist arbeitet. keiner. Das stimmt, da ist keiner. Und dann haben wir Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria für 40.000, auch Business Class, zählt aber wieder als Langstrecke, deshalb ist das nächstes Jahr 15.02. bis 31.03. Und jetzt kannst du die Crème de la Crème der Meilenschnäppchen von dir geben. Ja,
Da geht es auch wieder ins gelobte Land, in die USA, nämlich entweder nach Chicago oder New York. New Jersey steht jetzt nicht drin. Also nach Newark geht es dann theoretisch nicht, sondern nur nach JFK. Für 55.000 Prämienmeilen hin und zurück in die USA. Das geht, kann man nicht zu sagen. Und auch weil es Langstrecke ist, ist der Reisezeitraum auch hier der 15.2. bis 31.3. und natürlich Buchungszeitraum der ganze November. Also. Ja, das ist auch ganz wichtig in meinen Augen, dass man das weiß. Aber mit New York, Newark, das ist ja so das geschuldet der Geschichte, dass man ja quasi New York von Newark befreit hat. Und damit Ja. ist das weg. Aber interessanterweise ist es in der Premium Economy verfügbar. Gut, damit haben wir die heutigen Vorschauen abgearbeitet. Ich hoffe, dass ihr eventuell etwas gefunden habt, etwas, was ihr mögt. Mario hat ja einige Kommentare gelassen und die könnt ihr natürlich kommentieren, wie immer. Wir werden diese Kommentare später, wenn ihr sie kommentiert habt, kann man kommentieren, werden wir Kommentare kommentieren, also eure Kommentation kommentieren. Man kann alles kommentieren, Kommentare, Ja. Nicht-Kommentare. Deshalb denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch die Glocke anzumachen und auch zu kommentieren. Und wir danken euch, dass ihr heute wieder dabei wart, spät in der Nacht oder halt wann immer, wann ihr schaut, am 1. November oder später. Also, bis dann, wir sagen einfach Tschüss und geben euch den Abspann, wie immer. Bis dann, ciao. Ciao, ciao, ciao. Thank you.